Hallo und herzlich willkommen. Es geht schon lustig ab im Chat. Ihr habt vielleicht das Thema erblickt. Es geht heute um Berufe. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Vielleicht habt ihr auch einen Beruf. Dann könnt ihr mitreden. Aber jetzt, Moment, ich bin gleich wieder da. Du kannst hier weiter mit dem Chat unterhalten. Ja, wow. Ja, hallo Maras Chat, Mensch, na, alles gut bei euch? Hey, na, habt ihr wieder schön hier Kinderrätsel gespielt? Da hinten, Dame, aber was da hinten ist. Oh, da ist ein Mäuschen! Ich muss. Oh Gott! What are the chances? Oh Gott! Na, das war klar. Ja, gut, das war klar. Wenn du mir helfen willst. Alter, was? Stopp. Komm. Stopp. Stopp. Wenn du mir helfen willst. Holy shit. Hoi, Junge, was ist denn mit der los? In diesem Beutel ist zum einen. Was hat so ein Gollum bei sich? Werdet ihr wohl wissen. Eine kleine Muschel, klar. Eine winzige Schreibfeder. Einen kleinen Fisch. Wie Florentin Will sagen würde, ein Stein. Da wünscht er sich erst den alten Knüppel in die Hand. Diese Kichern. Ey, ist ja nicht zu fassen. Na? Da wünscht er sich erst den alten Knüppel in die Hand. Der alte Colin macht, der neue Colin macht solche Sprüche nicht mehr. Ich müsste sie eigentlich jedes Mal wieder neu davor schneiden, in jedem Best-of. Die Verwendung eines Spritzdeckels wird empfohlen. Denkt euch jetzt einfach einen angemessenen Scherz, der zeitgemäß ist, lustig genug ist, frech genug. Also, insert your Scherz hier, ne? So. Der neue Colin macht diese Art von Witzen nämlich nicht mehr. Ah! Oh Mann. Ja, okay. Man spürt so, wie er rollt. Er hat keine Angst vor dem Loch. 12 Punkte, das haben wir jetzt gesehen, dass wir das Ganze. Wie sich da teilweise hingezittert wurde. Weißt du, soll ich rein? Nein, soll ich nicht? Ich tanze nochmal am Kranz. Und zack, hier, guck. Oh Mann, ey. Und dieses Kichern von. Dieses Kichern von Michael im Hintergrund. Man spürt so, wie er rollt. Er hat keine Angst vor dem Loch. 12 Punkte, das haben wir jetzt gesehen, dass wir das Ganze. Wie sich da teilweise hingezittert das wurde. Kichern, weißt du, soll ich rein? Einfach. Nein, soll ich nicht? Ich tanze nochmal am Kranz. Und zack, hier, guck mal, wie das. Du musst einfach nur nehmen und reingehen. Ich tanze nochmal am Kranz, Leute. Oh Gott, ey. Der neue Colin macht diese Art von Witzen nämlich nicht mehr. Der alte Colin war 12 und der hier ist 14, absolut. Thranduils Halls. Können diejenigen, die jetzt gerade vor ihrem Klavier sitzen und meinen Stream gucken, das werden einige sein, können jetzt mal schnell mitspielen. Diddlililu. Ja, wir dribbeln denn hier aus? Was machst du denn da hinten? Oh Gott. Ja. Du Vollidiot! Zieht sie erst mal einen durch. Was ist denn das für eine Oma? Die hat in Wirklichkeit gar kein Eichhörnchen. Bei einer Hütte habe ich angefangen zu filmen. Dann habe ich plötzlich gemerkt, da sitzt ein Rentner oben ohne. Und da habe dann ganz schnell die Kamera weggedreht und habe so in die Bäume gefilmt. Also es wären vielleicht 8 Hütten gewesen. Jetzt sind es doch nur 7. Weil ich dachte, das kann ich jetzt nicht machen. Habe ich hier was? Hab ich einen Trick gefunden? Ich glaube, ich habe einen Trick.
Ja! Epischer Bosskampf. Er lacht da gerade wie so ein kleines Äffchen. Ist das ein neues Gollum-Spiel oder was? Die aufmerksamen Beobachter, die sehen natürlich im Reiher-Refugium den Reiher. Der ist dann natürlich willkommen und kann da ungestört reiern. Und zu diesem Zwecke habe ich mir gedacht, ich setze mich nicht einfach nur hier hin und rede und beantworte Fragen. Übrigens, dass der Hund weint, ist kein schlechtes Zeichen. Das macht er immer, wenn der Stream anfängt. Er hat es sich so angewöhnt. Das ist so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die er braucht. Ich habe die Grinsekatze dabei als Glücksbringer. Das ist Mara übrigens jetzt. Ich wollte so ein bisschen... Ja, hi. Wusste ich noch nicht. Ja, ja, ich habe die früher als Kind ganz oft geguckt. Und er kann es einfach, darauf, dass meine Erinnerung von damals noch besser... Der ist einfach schnell, der Lynch. Oh, halt dich doch fest, du blöder Astronautensohn. Ach, Mann. Jetzt können wir das schon wieder neu machen. Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hat... Drei, acht... Was? Ja, ich brauche nur noch ein Zweier. Ich hab hier nichts. Ein Minuspunkt. Oh Gott. Ein Minuspunkt. Ein Minuspunkt. Bitteschön. Das Gewicht stimmt. Eieiei, das war gar nicht so leicht. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Itze hat eine Maultrommel. Itze hat eine Maultrommel, ja, Trommel zwei. Jeden von euch einen super Song machen. Dafür bekommst du einen Gewinn. Ist das ein Stück Kacke? War das ein Pferdeapfel? Ich gebe dir jetzt einen Satz. Hallo! Ich war nicht vorbereitet. Kannst mich doch nicht in so eine Situation bringen. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings... Das war was niedlich. Das war aber süß. Kann man das nehmen? Ah! Oh. Hase war Jurist und Unidozent, jetzt im Ruhestand. Aha. Was hat er denn gelehrt? Jura. Ach so, na gut, Jurist, ja, das macht Sinn. Der Bart gehört zu Patterson. Nee, das passt nicht. Nee, Patterson hat einen anderen Bart. Der hat nicht so einen Bart. Ich mache jetzt doch nochmal diesen Bart. Wie doof. Nee, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein. Such den Bart doch bei Patterson. Das habe ich doch jetzt schon dreimal gemacht, Gigi. Das ist ja richtig schön geworden in Pattersons Album. Okay, ich nehme alles zurück. Was? Nee, man kann allein nicht aufstehen. Okay, aber dann hat er eh den schönen Abend. Das ist doch auch ein Win. Mann, ey, aber wir hatten eine gute Strategie. Wir waren nicht schlecht. Ja. Vielleicht fehlt uns ein Bot. Wir haben zwei Trapper. Ei. Freut er sich wie Hunde. Ich hätte was machen. Das war eh alt. Warte, ob du einen Hund findest.
Ah, es gibt einen Perk dafür, dass man alleine wieder aufstehen kann. Den hatten wir nur alle nicht. Okay. Ah, er hat mich fallen gelassen. Okay. Jetzt nichts an dir. Verstehe, danke. Danke für die Tipp. Jetzt klatscht das raus. Jetzt klatscht das schön. Auch immer ein tolles Spiel. Ja, tolle Eieieiei. Okay. Wie spät war der Abend schon? Da hat Eddie komplettes Reden verlernt. Die Falle gegangen! Aua! Schade, dich. Ich all das Schimmer im Arm. Macht unsere komplette Therapie-Session von gerade kaputt. Also. Au! Es ist cheap Dopamin. Wir freuen uns, dass du Spaß hast. Den größten Spaß meines Lebens. Ja, meine Damen und Herren, diese Lache können Sie ab sofort im Jammer-Spar-Abo öffnen. Hat der Spaß. Nur der Crazy Frog ist ein bisschen teurer. Das war das Allerbeste. Das ist ja wirklich... Fuck, ey, da hat er uns erwischt, ey, das ärgert. Ja, aus den Geräuschen kann ich natürlich was machen. Irgendwo immer zwischenschneiden oder sowas, die behalte ich erstmal. Eddie hat auch wirklich so ein Saw-Puppenlachen.